in der Früh länger zum Aufstehen. Haben wir einen Punkt? Ja. Wer ist öfter am Handy? Och, das ist schwierig. Handy auf Handy reizt. Ja, das stimmt. Eigentlich würde ich unentschieden sagen. Aber. So. Aber busy! Du bist da nur am Handy. Wer ist besser bei FIFA? Punkt. Ja, was soll ich tun? Erinnert mich. Es kann nur ein Punkt werden. Was ist denn mit dir los? Was man redet mir. Ja, ich? Wie viel Blödsinn. Was redest du? Du hast nie reden. Wer ist beim Essen der Schnellere? Punkt. Wer ist beim Fernsehprogramm zuständig? Punkt. Aber es ist ganz klar. Wer braucht von euch beiden länger im Bad? Das macht nicht viel Unterschied. Da stehe ich richtig schlecht da bei den Fragen, gell? Ja. Lang am Handy, im Bad. Wer ist der Zimmerboss? Eigentlich bei euch sogar der WG-Boss. Punkt. Ja, es war klar, es war klar. Wir haben keinen Boss. Es ist schon wie alles gleich bei uns. Wer ist ordentlicher von euch beiden? Beide sind gleich ordentlich. Was sagt der Bisi? Ich selbstbewusst und so. Erster am ordentlichsten. Oh mein Gott, der hat noch nie putzt bei uns daheim. Wir lassen putzen. Ja. Wer ist der Zimmer-DJ? Ich sag mal so, Kabinen-DJ mache ich, aber. Wenn du mal wieder wünschen, kein Punkt. Schau. Hast du mir gegeben? Ich finde deine Musik gar nicht schlecht. Wer geht abends zuerst ins Bett? Kannst du eigentlich, da kannst du eigentlich. Aber schlaft auf der Couch ein, oder? Nein, das bin dann ich, weil ich nicht aufgehe. Ich bleib im Wohnzimmer. Wer hat den besseren Schmäh? Hat er sich schon entschieden? Ja. Ist der selbstbewusst? Er war sehr schnell, er war sehr schnell. Ist er selbstbewusst oder ist er ehrlich? Ich sag, er lügt jetzt. Dann lüge ich auch. Kein Punkt. Ich finde auch beide gut, aber ich würde jetzt einmal. Wer von euch liegt öfter bei hartem Geldschirm auf der Liege? Also bei der ganzen medizinischen Abteilung, da kann es noch vorab gehen. Richtig, Punkt. Aber ist das nur, weil er jetzt verletzt war? Auch. Auch. Aber ich packe Bernd und John, der packt eher harte und Geldschirm. Aber insgesamt glaube ich, ja. Ich mache halt mehr in den Kopf kommen. Wer von euch vergisst öfter seine Ausrüstung am Trainingsplatz? Vergiss nicht. Na, nachdem du mal Regenjacken genommen hast vor kurzem, vergiss kannst du mal antippen. Ja, eigentlich vergesslicher. Warte mal. Ich bin ehrlich, Uwe, so. Hat sich verraten, Punkt, ja. Was habe ich verraten? Vielleicht gar ehrlich, dass ich bin. Ja, kann auch. Nein, aber du gehst in der Mähne zum Führer. Aus den Schlüsselhandys. So Sachen. Letzte Frage. Wer ist vor dem Spiel aufgeregter? Oder schon? Ja. Bis jetzt, aber sei einfach großartig jetzt. Großartig. Bravo, der ist wirklich großartig. Sind beide gleich nervös, oder? Nein, beide nervös, genau. Null, glaube ich. Wirklich.